Nicht schon wieder. Keine Sorge, du kommst noch früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund. Der hat so viel durchgemacht. Für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Oh nein, 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 bitte nicht. Bitte lass mich das nicht machen, nicht wirklich. Jetzt haben wir echte Leichen, die hier rumliegen. Scheiße. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie, Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Und du tötest ihn.
Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe, Gott helfe mir, töte ich dich selbst. Ach ja, ich wusste es. Die klassische Konditionierung. Scheiße. Ah, Kacke. Ah. Kriegt das nicht von der Seite hier platt geschossen? Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Oh, diese Wölfe gehen mir auf den Sack. Und deine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Sechs Köder. Vom Unglück verfolgt. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Ein Held sein wollen? Brächtest du dich um? Das wäre für alle besser. Was der Scheiße labert, ey. Dennoch immer den Boss im Nacken, ne? Aufhalten.
übel. Wow, das ist mal eine krasse Mission. Also, ist ja eher mehr Beschäftigungstherapie als alles andere. Puh, okay, das könnte eine Hausnummer werden jetzt. Dafür brauche ich wahrscheinlich noch ein, zwei Anläufe, bis ich das hinkriege. Du bist echt die ganze Zeit unter Dauerstress, da der Boss dich verfolgt. So einfach reinrennen hilft dir auch nichts. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Ich mag das nicht, weil man nie weiß. Das ist schon ein bisschen Psycho hier alles gerade. Und deine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Okay, wir schaffen das. Acht Schuss ist nicht mehr viel. Übel.
Last but not least. Es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter wird? Komm, das schaffen wir. Fred, du wirst vom Unglück verfolgt. Würdest du sie wirklich schützen wollen oder ein Held sein wollen, brächtest du dich um. Das wäre für alle besser. Jetzt macht das Ding kaputt. Alter Falter. Ein kleiner Geschichtsfehler, wenn es anscheinend schon so häufig vorgekommen ist, dass er so andere Leute manipuliert. Heidewitzka, ey. Den kriegen wir schon. Auch wenn ich so ruhig bin, aber das ist gerade ziemlich... Na komm, dich kriege ich, mein Freund.
Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt wollen, aber ich glaube ja, wir müssen da hoch. Hallo? Hauptsache, hier schleiert noch ein Puma rum. Für dich gibt es hier nichts zu gewinnen. Das Ende ist blutig. Für jeden. Ob du jetzt oder später stirbst, liegt an dir. So oder so, du wirst nicht als Held sterben. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Es ist nicht von Belang, er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg, Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt, aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt, ganz pünktlich. Wie bestellt und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung. Okay. Deputy
Fliegen ist sicher nicht ein Ding, aber es gibt neue Ausrüstung. Okay, er ist tot. Ziemlich unspektakulär und dafür geht es jetzt auch ganz spektakulär, weil einfach weiter in dem Spiel. Okay, also wir haben das Gebiet befreit, meines Erachtens. Komischerweise sagt mir aber das Spiel immer noch, dass Jacob da ist. Okay. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Warum besiege... Naja, es wird mir immer noch nicht ganz angezeigt. Ist egal. Warum auch immer. Ach, wir müssen noch den Bunker erreichen von Jacob. Wo soll denn der sein jetzt, bitte? Da unten. Ach. Ja, ja. Dann machen wir das gleich mit. Ich fand den Kampf jetzt ein bisschen unspektakulär. Klar, ein bisschen Boss-alike. War schon ganz gut. War ein bisschen Beschäftigung mit dabei. Alles schön und gut. Aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Jetzt auch, beziehungsweise von ihm jetzt. Wie er stirbt. Mehr Psycho. Ist ein bisschen normal. Also, er stirbt einfach nur. Das hätte ich jetzt von Far Cry jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, da kommt noch irgendwas Böses. Von wegen, dass er noch versucht, mit aller Kraft dir das Leben aus dem Arsch zu leiern. Und hast du nicht gesehen? Ich treffe dich! Die flankieren mich. Ich bin auch doof. Stehe hier mitten offen in der Pampa. Ich hole mal auch Hilfe, würde ich mal behaupten. Wir haben es ja, wir können es ja. Okay, bin unterwegs. Wozu brauchen wir Sniper, wenn wir auch die ganze Zeit. Ja, mach lieber den da Platz, Freunde. Ich dachte, sie erledigt den da hinten. Nee. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Was müssen wir jetzt machen? Ach du Scheiße. Ist noch nicht ganz vorbei, würde ich behaupten. So wie es den Anschein hat. Okay, ich glaube, ich hab's. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Okay, gut, so schaffen wir das nicht. Wir müssen da wirklich Silence rein.
Scheiße. Puh, das wird nicht so einfach. Da sind auch echt viele gepanzerte Einheiten. Und mir fehlt gerade der Bogen, um ehrlich zu sein. Weil mit dem Bogen konnte man die echt mit einem Schuss auslöschen. Okay, ich glaube, ich hab's. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Bei denen haben sie denn entdeckt schlussendlich. Darauf kommt er jetzt gerade so ein bisschen an. Was? Er lebt noch? Da ist noch ein Dicker. Nimm doch die Wumme. War klar, dass wir da nicht langkommen. Was eine kranke Scheiße. Sind alle Türen offen? Na, die Wumme gefällt mir auch.
Komm, das schaffen wir. Was zum Henker, ey. Sie macht mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier raus. Oh Gott! Ach voll! Wie komme ich da hoch? Okay, komm, raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Schnell, wir können hier nicht bleiben! Wasserdruck im kritischen Bereich.
Interagieren, ja, danke. Haben wir es anscheinend geschafft. Also hat jeder noch seinen Bunker anscheinend oder so einen Führerbunker. Okay, das war jetzt falsch. Naja, sie sind ja im weitesten Sinne ein Führer hier. Von aus. So falsch ist das jetzt mal gar nicht der Gedanke. Schlimmerweise, aber. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt. Oh, geht weiter. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie, Freunde, Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld, Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ja. Für die schon. Edens Geld endet heute. Peggy. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt. Ja! 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 Ja